Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Heute sind wir in meiner Blumenwerkstatt und ich habe ja schon öfters gesagt, ich mag, wenn kleine Bäumchen, die jedes Jahr wiederkommen, im Blumenkasten mit drin sitzen. Schön kurz geschnitten im Frühjahr, wie so eine kleine Kugel. Und dann hätten wir gleich einen Blickfang. Einfach von der Hecke eine kleine Buche, eine Thuja, was man so möchte. Ab in Blumenkasten, in Kübel rein. Am liebsten so in Ton bei mir, weil der Ton sehr, sehr gut die Feuchtigkeit hält. Teilweise habe ich die Erde rausgemacht, um das Bäumchen herum, weil ich ja neu setzen möchte. Und dann wird es dieses Jahr ein bisschen farbenfroher als sonst, weil ich das liebe. Grundlage ist bei mir eine rote Geranie, eine stehende, richtig farbenfroh und die kommt in den Hintergrund rein. Hier habe ich noch ein großes Rindenstück schon mal reingestellt in den Hintergrund und dann kommt dazu passend eine hängende, lilafarbene Petunie. Noch nicht so aufgegangen, aber das kommt ja. Dran denken, immer gut düngen. Einmal die Woche mache ich das dann mit dem Flüssigdünger. Immer Samstag, da denke ich dann dran, habe die meiste Zeit und schaue dann gut nach meinen Blumen. So, auf die andere Seite kommt dann in Knallegelb, die sich wahnsinnig gut vermehrt, ein Zweizahn. Das kriegt man überall gut. Und das setze ich auch nach vorne. Dazu dann noch im Hintergrund oder in die Mitte vielmehr eine weiße Apfelblüte und ein blaues Männerdreu noch nach hinten. Das wird dann noch größer und dann sieht man das auch besser. Oder ich wechsle mal. Ich mache den Zweizahn nach hinten und das Männerdreu noch. Gut festdrücken, ganz wichtig, gut angießen an Ort und Stelle, so dass das da unten rauskommt. Dann habe ich noch eine Spitze ins Bäumchen gemacht, eine Schleife so in Grün, was ich immer sehr schön finde. So. Wirklich gut festdrücken. Und dann habe ich aus Edelrost selber aus Verpackung ein Vögelchen gemacht und das kommt auch noch mit rein. Ich habe verschiedene Figuren gemacht, das ganze Jahr besondere, die du einfach aus Verpackung nachmachen kannst. Muss kein Blech sein, man kann Kisten nehmen, Keksdosen, alte und kann sich das zuschneiden oder aus Verpackung. Das stelle ich dann noch ins Video mit rein. Wetterfest gemacht und so sitzt das dann. So, Vorlagen gibt es ohne Ende. Die kannst du dir mit dem Screenshot dann rausholen oder wirklich auch abpauschen am Bildschirm. Butterbrotpapier genommen, Standbild und man kann sich abpauschen. Und dann ist schon wieder eine Deko fertig. Aus meiner Blumenwerkstatt. Ein alter Eimer, ein Meidler Eimer, Blecheimer, was du hast, auch ein ganz großer Kochtopf, ein alter, ist ganz toll für eine tolle Chevyschick Blumendeko. Das ist unser Hund, die Nalle, die möchte gerade Fußball spielen und keiner schießt den Ball. Wo war ich? Genau, Chevyschick Blumendeko. Eimer nehme ich wahnsinnig gern. Müssen nur unten drin Löcher sein, damit das Gießwasser abfließen kann, das Regenwasser. Und am besten eine Schicht Steine unten rein, gute Blumenerde und dann geht's los. Warum sieht meine Geranie nicht so toll aus? Ich bin ein Blumenretter. Ich kaufe ganz gern Blumen. Die kurz vorm Wegwerfen sind, was ich wirklich schade finde, weil die Discounter einfach nicht gießen. Ich habe mal bei Aldi nachgefragt, warum denn die Blumen nicht gegossen werden. Und da sagen die Verkäuferinnen, sie würden gern gießen, sie dürfen aber nicht. Erst
Gießner, wenn man alle Filialen sieht, das Gießner ist zu teuer, dann muss man Schlauch legen und die Zeit, und das möchte man nicht. Also werden sie lieber dann entsorgt und ich kaufe die dann und päppel die wieder auf. Deswegen ist nicht ganz so schön, aber ich zeige mal, wie die sich entwickeln. Mit ein bisschen Pflege geht das alles. Wenn man die kauft und die sind wirklich extrem vertrocknet, schon im Wurzelballen, dann muss man die tauchen. Also eine Wanne genommen und das komplett eingestellt mit Hochwasser und mal so eine halbe, dreiviertel Stunde drin stehen lassen und dann Wasser abgießen, dass sie sich wirklich vollsaugen wie ein Schwamm. So, dann habe ich eine weiße, das ist hier eine rote. Und die setze ich mir in den Eimer hinein. Es sind auch die Blumenzwiebeln drin vom Frühjahr. Die bleiben auch drin. Die kommen ja dann wieder. Gute Blumenerde rein, ganz wichtig. Und dazu habe ich mir einen ovalen Kranz mal geflochten. Dazu gibt es das Video dann noch, wie man Kränze, Herzen, Girlanden flechten kann. Und das lege ich vorsichtig über die Blumen drüber hin. Und das kann man wirklich super gut feststecken mit einem Hölzchen. Und dann hält das auch wahnsinnig gut und man hat gleich eine super tolle Deko. Kann man noch eine Spitze dran machen, Band drumherum wickeln, eine Wolle, Stoffstreifen, was man so hat. Dazu möchte ich ganz gerne noch eine rankende Petunie. Und die setze ich vorne hinein, die rankt dann über den Rand hinüber und wird wirklich ganz schön. So, und dann noch eine Petunie dazu, die waren auch halb vertrocknet, die habe ich wirklich lang aufpäppeln müssen, aber die Blüte kommt auf jeden Fall. Und das kommt auch dazu. Sicher, es wirkt jetzt noch nicht, weil die Blüten fehlen, aber das zeige ich natürlich dann auch, wenn es in voller Pracht steht. Was immer ganz schön ist, Pilze. Ich habe mal farbenfrohe Pilze gemacht mit dem Sockel zum Einsetzen, damit das nicht kippelt in der Blumendeko. Und das kann man einbuddeln und hat dann wirklich so ein richtiger Hingucker, was ich ganz, ganz toll finde. Und so schnell ist schon ein alter Eimer dekoriert, neue Blumendeko, alles selber gemacht. Kaum Geld investiert, aber richtig schön und mal was anderes. So schnell geht das, was ganz anderes mal, shabby chic, nostalgisch, und wenn das dann noch mehr blüht, zeige ich es natürlich auch. Und dann hoffe ich sehr, meine Blumenwerkstatt-Idee hat dir gefallen. Du konntest es gut nacharbeiten. Hattest Freude daran, noch viel mehr findest du meinem Kanal. Nicht nur die Blumenwerkstatt, sondern auch Häkeln, Stricken, Basteln für und mit Kinder. Beton, Betonwächter, Sommerdeko, Herbst, Weihnachtswerkstatt, die Frühling- und Osterwerkstatt, Dorfgeschichten, Dorfrezepte und. Alles von mir für euch, für dich. So, und jetzt lass es dir gut ergehen, schön gesund bleiben, alles wieder und Liebe und bis wieder mal. Eure, deine Kerstin. Tschüss.